Bei besonderen Gelegenheiten, wie beim Semesteranfangsgottesdienst der Eichstätter Universität in der Schutzengelkirche, marschieren sie auf. Junge Burschen in auffälligen Uniformen der sogenannten Wicks mit Degen und Fahne. Es sind Mitglieder der katholischen Studentenverbindungen in Eichstätt, der Unitas Franconia und der Alzimonia. Das traditionelle Chargieren ist für sie selbstverständlich. Als katholische deutsche Studentenverbindung ist es uns natürlich ein Anliegen, auch bei den Semesteranfangs- und Schlussgottesdiensten, aber auch am Dies Academicus und am Dies Theologicus zu chargieren. Das bedeutet, dass wir mit den Chargen, also drei Amtsträgern in der sogenannten Vollwicks beim Gottesdienst teilnehmen und damit unsere Präsenz und auch die Verbundenheit zur Universität zu zeigen. Die Unitas Franconia hisst nach dem Gottesdienst an ihrem Haus ihre Fahne. Hier finden studentische Feiern und Veranstaltungen statt. Rund 15 aktive Studenten und 150 sogenannte alte Herren engagieren sich dort und führen eine lange Tradition fort. Wir sind, wie gesagt, im 117. Semester momentan. Das heißt, die Unitas Eichstätt, die Unitas Franconia, wurde gegründet 1960. Der Name Franconia deshalb, weil damals ja noch Eichstätt bei Mittelfranken war. Wichtig ist den Mitgliedern auch eine lebendige Form des Christentums. Virtus, Scientia und Amicitia, lateinisch für Tugend, Wissenschaft und Freundschaft, sind die Prinzipien, an denen sich die Verbindung orientiert. Aber auch die Vielfalt macht das Leben in einer Studentenverbindung aus. Das ist das Schöne. Nicht jeder ist irgendwie homogen und gleich, sondern jeder ist ein Individuum. Aber ein Individuum in einer Gemeinschaft. Und das, finde ich, schweißt für mich zusammen. Und das ist eigentlich der wahre Grundgedanke für mich persönlich von Verbindung. Eine genauso enge Gemeinschaft bildet die Alzimonia. Die Verbindung gibt es seit 1958. Unter den rund 300 Mitgliedern sind auch zahlreiche Akademiker und Geistliche. Zum Beispiel der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Für ihn leisten Verbindungen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. In einer Studentenverbindung, da lernt man soziale Verantwortung, da hat man die Plattform zur Begegnung, da lernt man auch Solidarität, füreinander einzustehen. Und all das in einem Rahmen der Freundschaft, der Fröhlichkeit und auch des Feierns, das natürlich zur Studentenverbindung dazugehört. Besonders deutlich wird das bei der abendlichen Kneipe, einer traditionellen Feier im Verbindungshaus. Bei der Alzimonia spielen neben Tugend und Freundschaft auch die Verbundenheit zur Heimat und zur Religion eine wichtige Rolle, mit einem bestimmten Ziel. Wir wollen unsere Mitglieder bilden, ganzheitlich bilden, und wir wollen sie zu guten Studenten machen, die diese Werte, diese Prinzipien, die wir eben hier haben, auch nach ihrem Studium auch noch in ihr berufliches Leben auch einbringen. Nicht umsonst ist die Mitgliedschaft in einer Studentenverbindung also ein Bund fürs Leben. Denn dafür lernt man.